Moin Leute, ich bin's wieder, Lars, Gitarrist in der Metalcore-Band Maelføy. Und heute reacte ich nochmal alleine auf den neuen Song von ESKIMO CALLBOY versus We Butter the Bread with Butter. Wir haben jetzt ja schon auf den vergangenen Song reacted, nämlich auf Hypa Hypa versus Saltatio Mortis und auf die 257ers. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die Version mit We Butter the Bread with Butter zu bieten hat. Sie sind auf jeden Fall beides Bands, die ich schon sehr, sehr lange kenne und die ich schon sehr oft live gesehen habe. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an das Reload Festival 2012, 9 Jahre her, wo die beiden Bands gespielt haben. Natürlich noch auf einem ganz anderen Level gewesen damals. Wahrscheinlich vergleichbar mit uns jetzt, hoffentlich, vielleicht, ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die Bands hier sich zusammen ausgedacht haben. Ich warte tatsächlich hier jetzt gerade in der Premiere und werde gleich live mit auf die Premiere reacten. Der Song hat jetzt einfach schon 1264 Likes und es sind irgendwie ganz viele Leute hier am Warten. Ich gebe auch ein Like, so. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Song gleich klingt. So, also der Chat füllt sich hier schon. In 60 Sekunden geht's los. Ich kann die Spannung nicht an mich halten. Premiere startet gleich, sagt YouTube. 4162 warten. Okay. Also die Kommentare gehen hier komplett steil. Die Leute schreiben mehrfachen Sekundentakt. Oh, es geht los. Dieser nervige 2-Minuten-Countdown, ne? Niemand mag ihn. 1:30 noch. Wollen wir was in die Kommentare schreiben? Komm. Hypa Hypa vielleicht. Erinnert mich an die Premiere von Rammstein und Deutschland. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich eine YouTube-Premiere für ein Musikvideo geguckt habe. Und das ist schon ganz schön lange her. Aber ich glaube, für We Butter the Bread with Butter versus ESKIMO CALLBOY und Hypa Hypa lohnt es sich. 15 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Das fängt anders an als die bisherigen Versionen. Oh, das ist ja wie Butter, wie 2011. Gefällt mir. Ich bin auf den Chorus gespannt. Oh, und da sind die Derp-Derps. Warum musste so eine Scheiße kommen? Wie geil. Ist das Sabine? Die von Joko und Klaas? Dieser kleine Pig-Squeal. Also Videohammer, Song auch geil, mega. Vielleicht bisher mein Favorite Hypa Hypa.
der Breakdown kommt. Klingt wie Attila. Dieser Besen. Mega. Mega geil. Ja. Hypa Hypa mit We Butter the Bread with Butter. Ich fühle mich zurückversetzt in das Jahr 2011. Als ja, We Butter the Bread with Butter mit den ganzen Kinderliedern und dem Tag, an dem die Welt unterging und so durch die Ecke gegangen ist. Als Eskimo Callboy irgendwie Cinema und Muffin Papa Gök und so weiter. Obwohl, das war gleich ein bisschen später, aber egal. Wie geil. Ja, mega. Also, ich glaube, wenn ich jetzt ranken müsste, ist wahrscheinlich immer noch der normale Hypa Hypa auf Platz 1, dann auf jeden Fall der mit We Butter the Bread with Butter, dann der mit Saitatio Mortis und bei den anderen keine Ahnung. Es gibt ja auch noch andere, die mit The Boss Hoss und wer war denn da noch mit bei? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, die Kommentare überschlagen sich hier weiterhin, also mega geiler Song, vor allem auch wegen der Nostalgie, wie gesagt. Ich fühle mich sehr zurückversetzt und ich glaube, das wissen die auch, dass die damit viele kriegen. Und die waren ja auch früher zusammen auf Tour und ja, das haben sie sehr geschickt gemacht. Geben We Butter the Bread with Butter nochmal irgendwie eine Bühne, die jetzt ja auch schon seit Dreh auf nichts mehr gedroppt haben, was ich sehr schade finde, by the way. Und ja, alles in allem eine sehr gelungene Kooperation. Daumen hoch. Lasst uns also gerne wissen, lasst mich gerne wissen, was ist eure Lieblingsversion von Hypa Hypa? Wie fandet ihr diese Version? Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction hoffentlich wieder zu zweit oder zu dritt oder mit noch mehr Leuten.